Guten Morgen zum neuen Video. Jetzt geht's los nach Frankfurt, weil wir heute weiterreisen, beziehungsweise morgen. Jetzt geht's endlich los nach New York. Wir nehmen euch natürlich jetzt mit noch auf den ganzen Weg. Wenn ihr das Ganze verfolgen wollt, dann schaut uns einfach zu. So, jetzt haben wir auch hier da am Frankfurter Flughafen, beziehungsweise am Bahnhof sind wir. Jetzt müssen wir erst einmal schauen, wo wir zu unserem Hotel müssen. Wir laufen uns momentan ein bisschen planlos rum. Jetzt schauen wir erst mal, wo es hier geht. Wo müssen wir jetzt hin? Ja, keine Ahnung. Ja, wie? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen. Vorne gehen sie aus. Sehr gut. Schatz, weißt du den Weg? Hä? Weißt du den Weg? Nein. Doch. Nein, was? Jetzt gehen wir erst bei Terminal 1. Aha. Schauen wir mal, Richtung Terminal 1, da muss irgendwo zum Hotel gehen. Wir werden es schon finden. So, wir müssen uns jetzt erstmal da ein bisschen orientieren und schauen, wo wir da rauskommen, dass wir da zu unserem Hotel finden. Das Marriott Hotel am Flughafen bzw. am Bahnhof, hier alles zusammen. Wir werden es finden. Ah, da haben wir was gefunden. Da geht es Richtung Marriott. Schaut gut aus. Das schaut gut aus. Richtung Check-in vom Hotel. So, Check-in hat geklappt. Wo müssen wir hin? This way. Zimmer bekommen. Jetzt geht's auch aufs Zimmer. Erstmal die Koffer abstellen und dann wird es noch ein bisschen schauen, dass wir was zum Futtern kriegen irgendwo. Ja. Irgendwo auch hier am Flughafen. Wir sind jetzt hier in dem Marriott Hotel mitten am Flughafen oder im Flughafen eigentlich. Ja. Gleich zwischen Bahnhof und den Terminals befindet sich das Ganze. Kurzer Weg, hä? Oh. Ein Stück. Fast da, fast da. Koffer ist so schwer. Ja, der Teppich. Den Teppich da. Kreuz ist schwer. Ganz hinten, oder was? Fast. So, was ist los? Schwere Tier. Schwere Tier, schwere Koffer. So, rein ins Zimmer. Okay. Wow. Nice. Wir sind jetzt da gerade angekommen, dann schauen wir jetzt gleich mal in das Zimmer im Hotel. Haben wir gleich mal rechts hier das Bad. Wir sind ja nur eine kurze Nacht hier. Für uns geht es ja gleich wieder in der Früh weiter. Schön. So. Großes, geräumiges Bad. So, was haben wir hier? Gleich mal einen großen Schrank mit Beleuchtung, Bademantel, Safe haben wir hier drinnen. Dann gibt es natürlich hier einen gefüllten Kühlschrank. Wasser, Tee, haben wir hier, eine Garderobe, schön gemacht hier mit so Marmoroptik, Ablagemöglichkeit, dann haben wir hier jetzt das große Bett und was haben wir hier noch, eine große Couch sogar, Sofa über Eck. Nicht mehr so klein, richtig cool. Tolle Lampen hier. LED-Ambiente-Beleuchtung. Dann haben wir hier noch einen kleinen Tisch.
hier haben wir dann noch irgendwie Aussicht, wenn ich den Vorhang wegbringe. Ja, wir sind jetzt da noch zum Terminal 2, weil wir jetzt noch die Besucherterrasse uns anschauen wollen. Wir sind jetzt vom Terminal 1 mit dem Zug, der wohl ziemlich voll war, hier zum Terminal 2. Jetzt schauen wir, wo die Besucherterrasse ist. Hier gibt es einen Food Plaza. Mit McDonald's, mit Kaffee. Dann haben wir hier noch Ludwigs Pizza, Pasta. Ja, jetzt sind wir da mal noch an der Besucherterrasse angekommen. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen einen Ausblick genießen auf die Flugzeuge. Das ist eine relativ lange Terrasse, wie man jetzt da sieht. Gleich zeige ich euch das jetzt einmal. So, da geht es noch ziemlich weit nach hinten. Und hier links sieht man die Flieger dann landen, starten. Flugblaser niederlassen. Italiener. Haben uns jetzt eine Pizza bestellt. Schauen wir mal, ob das nicht günstig ist. Nicht gerade, aber was so ein Flughafen ist. Frühstück haben wir natürlich auch. Im Zug haben wir Glück gehabt, dass wir jetzt in der ersten Klasse gebucht haben, weil der Zug war total überfüllt. Wir haben da schon einen klimatisierten Zug gehabt. In der zweiten Klasse war es echt stickig, wo wir durchgekommen sind. Das war schon ganz angenehm. War der Vorteil, wenn wir den Zug schon relativ früh gebucht haben. So, und jetzt lassen wir uns die Pizza mal schmecken. Beziehungsweise erst das Weißbier und dann die Pizza. Da muss man ein bisschen warten, bis die kommt. Jetzt aus. Pizza da. Pizza da. So, schlecht ausschauen wird es auch nicht. Was haben wir da? Pizza Tonno. Schaut gut aus. Schauen wir, ob es dann auch schmeckt. Was habe ich? Pizza Capricciosa. Gebt ihr hin. Wir warten auf die erste Reaktion. Die was ist. Bitte vorkosten. Super. Jetzt noch mehr einen Kaffee geholt. Pizza haben wir gegessen. Ja, war nicht so toll. Leider war die Pizza nicht so toll. Die hat am Anfang ein bisschen besser ausgeschaut, als wie es dann doch geschmeckt hat. Also haben wir leider doch ein bisschen was stehen lassen müssen. War nicht so gut. Dafür haben wir uns jetzt noch mehr einen Kaffee geholt, noch mal kurz auf der Terrasse draußen und dann werden wir jetzt noch mal schauen, wo wir unser Gepäck abgeben müssen, damit wir das morgen in der Früh dann relativ entspannt machen können. Sonne blendet hier ganz schön rein. Und dann schauen wir mal weiter, wie es morgen früh hier weitergeht. Wir waren jetzt da oben auf der Food Plaza. Und weil da Food Plaza da oben aus und bei der Besucherterrasse, bei der Aussichtsplattform. Jetzt geht es wieder zurück. Wir sind jetzt hier in Terminal 2. Wir wollen jetzt wieder zurück zum Terminal 1. Wir müssen jetzt gleich mal schauen, wo geht es wieder rauf? So.
Jetzt haben wir noch einen kurzen Abstecher da. Was sind wir jetzt da? Ein sehr schöner Hotelbar. Hotelbar zwischen dem Marriott und dem Sheraton. Lassen wir uns jetzt noch einen Drink raus. Dass wir den Abend noch ein bisschen ausklingen, gemütlich. Prost. Unser Hotelzimmer wieder. So, jetzt habe ich das nächste Problem. Der scheiß Koffer geht nicht mehr auf. So, im Hotel angekommen. Wir möchten diesen scheiß Koffer rein. Zahlenkombination eingegeben. So, was passiert? Eine Seite offen. Die andere Seite geht nicht auf. Ich zeige euch das mal. So eine Scheiße. Ist jetzt hier fest, geht nicht auf. So ein Mist. Was haben wir jetzt gemacht? Meine Frau ist jetzt Gott sei Dank nur mal zum Flughafen, ist ja gleich daneben. Ob die den Schlüssel vielleicht haben, wo, fragen, ob wir den vorbeikommen können und aufmachen. Aber geht nicht. Jetzt haben wir den Tipp gekriegt, wir sollen das da aufbiegen. Jetzt sind wir zur Rezeption, Schere geholt, haben wir jetzt das hintere da aufgebogen und dann. Ging's hier jetzt. Hier haben wir das Ganze jetzt aufgebogen. Wir haben das einfach einfädeln. Zack. Und schon geht der Koffer auf. So, dann haben wir sie jetzt doch noch gebracht, dass wir den Koffer aufbringen. War jetzt Getue von einer Stunde in etwa. Wir haben schon gedacht, jetzt müssen wir ihn irgendwie gewaltsam noch gleich aufbrechen. Aber es hat dann doch noch geklappt. Jetzt können wir in den Koffer rein, uns jetzt Bett fertig machen. Jetzt geht es dann ab in die Heuer, weil morgen in der Früh um 5 Uhr werden wir schon wieder aufstehen, weil es dann um 6 Uhr schon wieder zum Terminal geht. Und dann geht es ab nach New York und dann geht es morgen weiter. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. So, jetzt geht's wieder los. Es ist draußen noch alles dunkel. Richtung 5:59 zum Koffer abgeben in den Terminal 1. So, wir gehen jetzt hier einmal zum Business und First Class. Aufgeben. Hier in der Lounge genießen wir jetzt noch den Sonnenaufgang. Schaut mal her, wie der schön orange leicht. Das ist wirklich der Hammer, der Blick ist der Wahnsinn übers Rollfeld. Jetzt werden wir noch ein bisschen was essen, das noch genießen und dann geht es für uns gleich schon wieder weiter. Hier können wir jetzt noch eine kleine Auswahl aus dem Essensangebot sehen. Das ganze Buffet ist hier sehr lecker und hat uns wirklich gut geschmeckt. So, wir sitzen jetzt da noch in der Business Lounge, haben uns da noch ein bisschen gefrühstückt und warten jetzt noch, bis wir zum Einchecken, beziehungsweise Einchecken haben wir ja schon, bis es zum Boarding geht. Haben wir noch eine Stunde ungefähr? Ja, eine halbe Stunde. Genau.
Ja, jetzt machen wir dann gleich wieder auf die Socken, weil wir sind jetzt von Terminal B nach Terminal A wurden Fußmeilen unterlegt. Jetzt müssen wir den ganzen Weg natürlich wieder zurückgehen. Und das ist ja schon ein bisschen was. So, jetzt waren wir ja in der Lounge. Jetzt geht es wieder zurück, Viertelstunde zum Gate B von, von der Abflughalle A wieder nach B. Circa Viertelstunde. Naja, da ist sonst nichts zu tun. Einmal hat es ein Erfrischungstuch und eine Flasche Wasser gegeben. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Genf, wo wir dann umsteigen zu unserem Weiterflug nach New York. Bis dahin. So, jetzt hat es die erste Mahlzeit gegeben beim kurzen Flug. Also gibt es gerade. Schauen wir, ob die ganze Garde da schmeckt. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sitzen wir im Flieger nach New York. Jetzt geht es dann weiter. Und wir haben jetzt unsere Sitze schon bezogen in der Business Class. Wir können euch das jetzt einmal zeigen. Da. So, jetzt haben wir da einmal in der viel Beinfreiheit. Wasser. Kopfhörer. Kleiderbügel. Ein Willkommensdrink gibt es schon. Hier haben wir die ganze Sitzverstellung. Die Fernbedienung für den Bildschirm. Hier haben wir dann noch das Amenity Kit, Steckdosen, Licht. Thank you.
Vorspeise. Gebratenes Gemüse mit Reis. Haben wir jetzt nicht mehr gefilmt, weil wir jetzt mit den Koffern dann noch beschäftigt waren, mit der ganzen Schlepperei, Treppe rauf, Treppe runter, dann noch die Kamera in der Hand und die Koffer, das hat jetzt nicht mehr funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, ansonsten bleibt gerne dran, liked, ihr dürft natürlich das Video auch liken. Das nächste Video folgt in Kürze.